Hallo Leute, herzlich willkommen, schön habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Video backen wir zusammen das beste Magenbrotrezept. Magenbrot, ein typisches Gebäck in der Schweiz, das zu dieser Jahreszeit nicht fehlen darf. Ob Kirmes, Lunapark oder wie es in der Schweiz heißt, Chilbi oder auch Mess. Ein wirkliches Gebäck, das findet man dort immer und überall. Es ist wahnsinnig süß, hat viele Gewürze drin, ist so eine Art Lebkuchen. Und wir legen gleich los mit dem Teig. Ich brauche dazu 150 Gramm Honig, dann gebe ich 120 Gramm Zucker dazu und löse mir das Ganze auf dem Kochherd auf. Nach dem Auflösen kommt das Ganze direkt in die Küchenmaschine. Den Honig nicht über 50 Grad erwärmen, sonst sterben die Vitamine und Mineralstoffe im Honig ab und das will man natürlich verhindern. Drum nur auf 40 Grad, bis der Zucker wirklich schön gelöst ist. Als nächstes brauche ich ein Ei und 30 Gramm Zucker. Das schlage ich mir schaumig auf. Das macht dann den Teig noch etwas luftiger und gebe das ebenfalls dem Teig bei. Als nächstes 80 ml Milch und 7 Gramm Hirschhornsalz, Triebsalz mischen. Falls du kein Triebsalz oder Hirschhornsalz findest, dann kannst du einfach auch Backpulver nehmen und beigeben. Dann gebe ich noch 3 Prisen Zimt bei, 7 Gramm Lebkuchengewürz, den Abrieb einer halben Orange. Und 500 Gramm Weißmehl. Noch alternativ für alle, die wollen, ein Schuss Kirschwasser. Und jetzt wird alles zu einem Teig geknetet. So, nach 4-5 Minuten Kneten ist ein schön fester Teig entstanden. Der muss nur gemischt werden, nicht fest geknetet. Den teile ich mir jetzt in 4 Stücke auf und mache lange Rollen. Das Magenbrot wird nun für 15 Minuten bei 210 Grad gebacken. So, das Magenbrot ist ausgekühlt und jetzt zeige ich euch das ultimative Geheimnis eines guten Magenbrotes. Diese Streifen werden nun in Stücke geschnitten. Wir haben ziemlich eine hohe Backtemperatur für 15 Minuten. Außen hat sich eine schöne Kruste gebildet, die schön fest ist, aber in der Mitte ist es wirklich noch fluffig weich. Und das heißt, ich kann es jetzt perfekt in Scheiben schneiden, weil außen eine schöne Kruste ist und innen ist es weich. Dann wird das Ganze noch im Schokoladensirup gedreht und an der Kruste zieht das Magenbrot immer am meisten Sirup auf. Das heißt, die Kruste wird wieder weich und ich habe ein perfektes Magenbrot. Haben wir natürlich ausgedüftelt mit der Erfahrung, aber das ist wirklich eine perfekte Methode. Außen knusprig, innen schön weich und durch den Sirup weichen wir dann die Kruste wieder auf und alles ist schön zart. Einfach schöne Stücke von circa einem halben bis 1 Zentimeter schneiden. So, zum Überziehen brauche ich noch einen dickflüssigen Schokoladensirup.
Dazu brauche ich 157 Milliliter Wasser, 60 Gramm Honig, 30 Gramm Kakaopulver ungesüßt und 575 Gramm Zucker. Das Ganze wird aufgekocht und ich lasse es im Anschluss dann noch 3-4 Minuten köcheln. Nachdem der Sirup aufgekocht ist, lasse ich ihn noch 2-3 Minuten köcheln, damit er schön eindickt und etwas zähflüssiger und dickflüssiger wird. Dann gebe ich mir etwas in eine separate Schüssel. Gebe so eine Handvoll Magenbrot dazu und ziehe das Ganze mit einer Gummilippe unter die Magenbrote und drehe sie so in der Schüssel, bis sie schön bedeckt sind. Herrlich. Im Anschluss dann auf ein Backpapier legen und auskühlen lassen. So, nun habe ich das Ganze 3-4 Stunden aushärten lassen. Nun ist das schön fest, hat eine schöne Kruste ergeben. Und nun sind sie wirklich außen knusprig. Und innen schön weich, so wie man es haben will. Tipptopp. Natürlich eine süße, herzhafte Sache, aber gibt es ja nur einmal im Jahr. Das Rezept zum Nachbacken findest du hier. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Ich freue mich auf deine Kommentare. Abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr. Aktiviere am besten die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.